Der Pöstler ist an diesem Samstag, 4. März, noch gar nicht vorbeigekommen. Aber Geneviève Obri hat schon ganz viele Glückwunschkarten. Sie war Journalistin und die erste Berner Nationalrätin. Die politisch sehr rechte Aktivistin feiert heute ihren 95. Geburtstag. Ich habe beaucoup de sport. Als meine Kinder noch klein waren, habe ich mit ihnen viel Sport gemacht. Wir sind Skifahren und wandern. Darum bin ich jetzt wahrscheinlich noch so gut zu Weg. On faisait des marches und des choses comme ça. Alors, disons que je suis peut-être solide. Und solid hat sie müssen sein, vor allem in ihrem antiseparatistischen Engagement in der Jura-Frage. Wir schauen zurück ins Jahr 1974, gerade nach der ersten Abstimmung. Pro-Berner hätten das Wahlresultat für einen Separatismus nie erwartet. Geneviève Obri sieht ein ungenutztes Potenzial bei den Frauen. Sie gründet GFFD, die Frauenorganisation für Force Demokratik, und wird so zu einem Feindbild von ihrer eigenen und von gegnerischen Seite. On était dérangé la nuit. Sie haben uns in der Nacht gestört und es ist so weit gekommen, dass sie nicht einmal mehr raus können. Ich habe jemanden gebraucht, der mich beschützt. So viel Macht haben wir dann gehabt. Die Frauen sind aufgewacht. Die Frauen aufzuwecken, das war mein grösster Erfolg. Und Telefone schreiben wir heute noch. Ich habe gesehen, wie sie eine gewisse Macht haben bekommen und gemerkt haben, was sie wollen und was sie machen wollen. De voir qu'elles avaient pris un certain pouvoir, de savoir ce qu'elles voulaient et ce qu'elles voulaient faire. Frauen hatten dann erst seit 3 Jahren das Stimmrecht und die Organisation GFFD fast 6'500 Mitglieder. Das sei zu dieser Zeit gar nicht selbstverständlich gewesen, betont der Historiker Pierre-Yves Möschler. Es gab Frauen, die sich in politischen Parteien engagiert oder in Gewerkschaftsbewegungen, also in Gruppen, die etwas erreichen wollten. Die Frauenorganisation für Force Demokratik hat nicht etwas erschaffen, sondern war eine Reaktion. Eine reaktionäre Bewegung auf einen Separatismus. Darum ist das ganz außergewöhnlich. Aber sie ist auch außergewöhnlich in ihrer Grösse. Das war wirklich historisch. Teile von ihren Positionen von denen sind heute noch kontroverser als früher. Zum Beispiel ihre Unterstützung für die Apartheid in Südafrika oder ihren Platz in der Führung der globalen Antikommunismus-Liga. Aber heute Abend geht es für Geneviève Obri nicht um die Politik. Sie geht mit ihren Liebsten ins Restaurant feiern.